Een Joa have 12 Monate. Een Joa have 52 Werk, 364 Tage. Weet je wieviel Stunden een Joa have? Een Joa have 8760 Stunden. In een Joa kan er zeer veel dingen passieren. Van een Joa naar nächstes Joa kan dat 100% anders zijn als wat het eier als je was. Dat kan veel beter zijn, of nog meer denk zo, dat is slechter. Voor jonge lied wat ik groots bevriet ha, hopelijk is dat van een jaar naar nächstes in zeer veel schijnrit leven, hè? Voor zo'n wat dan in nieuwe arbeid ha, een goede aanom ha nu dit jaar wat ze te jaar niet horen, is dat leven den weich man en er jaalt veel beter geworden. Op sommige steden zijn er op eenmaal doodsvallen. En dan vind ik dat zo dat leven is veel slechter een jaar later als wat het vorige jaar. Of vielleicht niet slechter, maar het vorige jaar. Een jaar kan een grote onderscheid maken. Wanneer je een jaar terug hebt een goede aangewandheid gemaakt, dan wordt zij dit jaar als veel schijner als dat te jaar weer. Op die steden waar je de aangewandheid hebt, niet? Maar wanneer je dit te jaar hebt in een slechte aangewandheid aangevangen, dan wordt zij dat je het veel slechter dit jaar als dat te jaar deed. Zie, wanneer we ons leven met God opleven, dan wordt ons leven immer beter en beter. De schrift zegt ons dat de rechter zijn leven, zijn licht, dat wordt dager en dager. Sommige mensen zeggen dat het leven, de wereld, dat wordt bloes ooier en ooier en ooier. Maar dat is niet wat de schrift zegt van ons Christen. De schrift zegt, voor ons Christen zal dat schijner en schijner worden. Hij zegt, Jezus zegt, hij is gekomen te leven brengen en dat wie dat leven val op haar. En dan, de andere vers wat ik eerst zei, dat het zegt, in je rechter zijn leven wordt dager en dager. De schrift zegt, wie zijn eeuwig gekomen. Zo, wie zijn werkelijk in wundervolle volk, wat God ons helpt, dat we ons leven kunnen beter en beter maken. Rache zegt dat God dat. God maakt ons leven beter, maar onze entscheidingen helpt dat, dat het kan beter worden ook. Meine Tochter vertelt uns das hier trägt. Sie sieht, sie in ihrem Mond angefangen. Sie nannte dort ihre Daily 15. Ihre Dächelje 15. Sie sieht alle Tag, dass sie für 15 Minuten sich top auf dem Sofa durchsagt, ihre Fuß zu sehen. Und dann sollte sie sich irgendein Thema ausdenken, von was sie 15 Minuten wollen top vertalen. Sie kann sich anticken und top vertalen. So, wenn sie dort für ein Jahr dauern, weißt du, wie viel dort ist? Dort sind mit etwa 91 Stunden, wat zij haar dit jaar gebruikt, te zetten en vertalen. Kijk, zijn we dat kunnen gaan de ongewaanheid geven, dat een jaar weer kan dat leven, de eeuw is schijner zijn als nu. Mijn zin en zijn vrouw vertelde in steeds die trek wat zij, op een dinsdagavond, brukte zij, ze zaten zich top op de couch door, op een sofa door, en dat weer de avond, wat zij een boodschap horen deden, of een boek doorgaan, ergens wat, waar ze zich voor een stund opbouwen deden. Zo, wanneer ze dat voor een jaar doen, in jouw wieder zijn er 52 Stunden. Kan je zijn wat ik mein met een jouw kon een grote onderscheid maken? Ik denk dan aan waar mij dat in jouw trek ging. Dit episode wat ik nu doe, dat is nummer 53 hier bij Square One. In jouw trek vang ik aan weer de eerste video chime uit wat ik hier recorded uit. En wanneer ik aan denk aan waar dat verheer werd en waar dat nu weer, dat we zijn zoveel wiedergekomen. Dat part van mijn leven is nu ganz anders als dat weer ver dat. Dan deed ik online thuis met mijn phone. En ik schaam me voor mijn dingen. Ik wil niet mijn stem laten horen vereerd, want ik deed filmen zo sted. En dan wil ik hertime. Dan op eenmaal, dan weer hier een paar mensen in studio met mij taup. En einer zat in een andere stoel. En nu moest ik op eenmaal een wat naan stoppen wat mij ganz vreemd werd. Aber ich dachte dort, wenn ich Angst habe dafür, aber ich dachte dort, und sie mögen mich hier maglich feilen, und ich sehe bloß so viel wiedergekommen. Nu sind dann doll mehr Menschen, die kennen, das Wort, das ein scheinendes Leben horchen, als was der erste wäre. So an dem Punkt von meinem Leben ist dort sehr anders nu, als dort ein Jahr träg wird. Wo wirst du gleich, wenn dein Leben ein Jahr wieder anders wäre? Oder wenn du träg checkst, wo ist dein Leben nu anders, als dort ein Joa träg wir? Nu dis break, wo wir wieder mit der Timer gehen. Du kreinst dort Joa mit viel Geld, und du wirst du jetzt als Meier aus dir nur.
Psalm 65, verse 12. Dat leven durft nicht immer schlechter und schlechter worden, als so manche glauben. Dat leven kan werkelijk beter en beter worden. Besonders wenn wir dort mit Jesus taub leven. En wenn wir Gemeinschaft haben mit arm in ons verbeteren, in ons leven, in die mensen rammen ons leven verbeteren. Dat leven kan werkelijk schöner en schöner worden. Wat wenst du dir, wenn een jaar wieder in dein leven anders wird? Vielleicht einfache Dinge. Vielleicht wirst du dich frei, wenn du ein jaar wieder mal Fankos Gitarre spielen. Wenn du wirst gleich Gitarre zu spielen, dann fang von da an, dann du mal 30 Minuten, eine halbe Stunde da, über. Weißt du, wie viele Stunden dann wirst du bei einem Jahr wieder haben und deine Gitarre gebracht? Dort sind 122 Stunden, wenn du eine halbe Stunde da bist. Wenn du 122 Stunden bist und dein Musikinstrument warst, dann bist du auf einem guten Weg. Dann wirst du nur gut spielen können. Oder vielleicht wirst du die gleiche Worte lernen, um eine andere Arbeit anzufangen. Vielleicht wirst du gleich ein Paramedic zu sein oder mit Rechnung schaffen, mit Accounting down, ist das Akto. Wenn dort das Wort dir ankert und du weißt, dass du was mit der Schule hast, dafür, wenn du wirst mal anfangen, eine Stunde am Tag zu studieren, bei einem Jahr wieder, wirst du die Arbeit nur gut tun können. Dort wird eigentlich das Jahr da auch war, ein paar Kurses durchgehen, um seine Beta zu lernen, Rechnungsführer. Oder wirst du dich freuen, wenn du eine Ehe wird besser sein. Oder du wirst Schmiede sein. Vielleicht bist du so eine Person, die eine Zeit viel Bäume klettern geht, oder am Waschraum gehen, oder Bicycle fahren, oder Ball spielen. Wenn du so eine Person bist, die eine Zeit immer geht und du hast lange nicht, dann wirst du nicht irgendwann auf einmal das, dann den nächsten Tag bist du ganz stief und die Muskeln tun weh, wirst du dich freuen, wenn du Schmiede wirst und besser war die Dinge tun kannst, weil bloß eine kleine Ungewohnheit kann dir Unterschied machen. Wenn du wirst anfangen, 20 Minuten am Tag zu gehen oder zu rennen oder Ball zu spielen. Bei einem Jahr wieder wirst du viel Schmiede sein, als du nicht bist. Oder hab mit dem Geld. Wirst du dich freuen, wenn das Unterschied beginnt mit dem Geld? Eine kleine Ungewohnheit, alle Tage tun, kann dir Unterschied machen. Ich will dir eine Idee geben, wenn du dich wirst freuen, wenn deine Ehe wird anders sein. Du wirst gerne mit einer Minute am Tag. Oder wir können auch sagen, 5 Minuten am Tag. Wirst du gerne, dass ein Jahr wieder deine Ehe wird so sehr viel schöner sein. Was, wenn die Wurde für den Mond zur Arbeit fährt, früher nur der Tag am Kuss geben, die Welt zur Arbeit fährt, was, wenn jemand Wurde ohne Hängfote in einer Minute betet hat? Die hat in Lüdes in Gebet sagt, und dann fährt er zur Arbeit und die Mama bleibt zu spät hängen. Kannst du sein, wo ein Jahr wieder kann sein, in einer Ehe wird bloß so viel schöner sein, bloß von ein paar Minuten in den Tag nehmen. Dort wird auch von Red von, dort ein Jahr wieder kann das ganz anders sein. Sie, wir kennen aber auch, wenn wir uns eine schlechte Ungewohnheit machen, dort ein Jahr wieder wird viel schlimmer sein. Wenn du eine Ungewohnheit hast, von jemand am sich durchrennen, oder jemand ein bisschen dumm sei, bloß ein schlechtes Wort in Dach zu deinem Partner sei, was dem mag dumm fallen, kann deine Ehe bei einem Jahr wieder zwei Brüche haben. Und dort weißt du nicht, sie gaudet oder schlechtet ein Jahr kann ein großer Unterschied machen. Wirst du dich freuen, wenn du in die Schulter kommst? Wenn du 5 Tage der Werk schaffst und du kriegst 15 Dollar die Stunde, wenn du wirst anfangen, eine Stunde den Tag mehr zu schaffen, 5 Tage der Werk, weißt du, wie viel mehr Geld die wir ein Jahr wieder haben? 3.900 Dollar. Teile ich mir Eva. So, was wirst du mit diesen 3.900 Dollar tun können? Ein bisschen Schuld auftun? Mal ein bisschen bessere Kleider kaufen? Oder Klasse betonen, wo ich erst von rede, von, wenn du wirst gleich eine andere Arbeit zu lernen? Oder vielleicht wirst du dir eine Wache geben? Ich weiß, dass ich wie so eine Person, ich sehe nach, und ich weiß, dass ich auf Meier sein würde, dass ich würde freuen, wenn sie mir Meier geben kann, wenn du wo wird eine Klage gehäfe, wird besonders, oder wenn ihr Schwester jetzt hat, wo knapp, jemand würde schauen gehen, wenn sie mir Meier geben kann. Vielleicht würde ich das Geld wachgeben wollen. Weil die eine kleine Ungewohnheit, das macht einen großen Unterschied. Aber das macht nicht bloß auf Deutsch steht, einen großen Unterschied. Zum Beispiel, wenn ihr das würde tun, was ich sehe, und ihr Ehe, dass die würde eine Minute oder vielleicht 5 Minuten in der Acht taub beten.
dort halb so viel, dass der Mann und die Frau bed die Leute noch an der Arbeit angehen. Ne, deuper Leibfeile für ihren Arm sei. Eres ne deuper Zufriedenheit und Fried, wird die Eier nicht hören. Und wenn die dort ha, wenn wir uns friedlich anerlich feile, dann reden wir läuft wohl ja zu unseren Tänger und zu unseren Freund. Dann belieben wir es mit meiner Geduld. Wenn wir die Ungewohnheit machen, zum einmal da zu beten, dann haben wir in alle unsere anderen Areas, dann können sie sogar sein, dass sie ein Jahr wieder mehr Geld gesäft haben. Wenn sie dort mit ganz das Wort zu tun haben, aber dort das Wort übt, wenn wir uns innerlich friedlich fühlen, dass dort dann in andere Dinge auch sich verändern und besser wird. Noch ein Beispiel, und das ist, was ich mit euch von dir geredet habe, was ich auch getan habe. Jede Familie scheint so auf eine Schifflut, die eine Prallschifflut ist. Erst für eine Check oder eine Edstuhl oder eine Fährleib, irgendwie ist eine Schifflut. Da sind Pensbeine und Tape und Calculators und Papier und Sticky Notes und alles ist an eine Schifflut, das ist eine Prallschifflut. Ne? Ich weiß alle, von was ich rede. Was, wenn man wurscht, ein Tag die Schifflut abnehmen? Wenn die Schifflut abnehmen, wenn die Dinge erst weich sind, nur eine Schuld, ein Monat bei der Arbeit, dann steigst du die Schifflut ab in der Schnapp und fangst ein Ding auf einmal an der Richtung und riemst die Schifflut ab. Wenn die dort was sagen aus mir, dann den nächsten Tag, eben den nächsten Weg, den nächsten Monat, wenn immer du was an die Schifflut anchecken, dann wird das ein Bett in die Lut nicht gefallen geben, in Schein gehen, in Frenteln nicht gesagt. Und dann, ziemlich sicher, wird die dann befallen. Ha, das soll ich die andere Schifflut auch, die andere Schifflut an die Check auch. Oder dann wird die befallen, oh, ich will mir ans Closet auch mal abnehmen. Und dann, die Dinge in der Stube, ich will die Schifflut auch mal durchgehen, dass das abgeräumt ist. Und dann geht das von einem Ding zum nächsten. Und weißt du, wenn dein Haus abgeräumt ist, dann fühlt sich das Gebäude auch abgeräumt, dass unsere Gedanken sind abgeräumt, dass die Leute. Und wenn das durch die Leute ist, dann fühlt sich das Gebäude friedlich. Ja. Und wenn das durch ist, dann auf einmal, dann redet es später zu deinen Dingen. In Lierstje Dolja kriegst du das andere, was ich sehe. Dann auf einmal, wenn wir eine der Nähe kommen, dann wirst du schaffen, ja, wirst du geluten, wirst nicht so ungeholt. So eine Ungewohnheit, ob eine steht, eine gute Ungewohnheit. Dort wird, ob viele andere Städte auch in großer Ungescheid. Habe deine Gemeinschaft mit Gott. Wirst du dich freuen, wenn deine Gemeinschaft mit Gott anders wie nächstes Jahr dort nun ist? Vielleicht erst nu, bloß deine Bibel lesen und beten, wenn du weißt, dass du sollst. Du weißt, dass du sollst, so die Erde wird scheinen, wenn du das, falls die dann wird beten, kostet wahre Aufstrecken, nicht? Aber how about, wenn du wirst in Joa wieder kennen, sei, ich will Gemeinschaft haben mit Gott. Ich will diese Stelle Zeit haben mit Gott, meinst, und mir das so schön, dich bei Gott sein und mit einem Zeit haben. Wort, wenn du in Joa wieder wirst kennen, sei, ich tue das nicht mehr, bloß wenn ich weiß, ich soll. Mir janke das dann. Das ist mein Leben. Du wirst dort kennen. Du wirst kennen, was dort kommen. Weißt du, wenn du die Ungewohnheit machst, alle Tag, und Lud Gott weiß, dass du wirst die Gemeinschaft haben mit ihm. Nicht bloß, wenn du machst, und wenn du die aber so fällst, dass du machst, dann red mit ihm von dort. Frau am nur in Hunger. Und dann bleib dabei, bleib bei der Ungewohnheit. Und dann kannst du Wurse und wiederkommen. Warum sagt die Bibel nicht, dass Daniel dort viel betet. Dort sage ich, dort direkt, heute drei Monate auch beten. Dort sage ich, wo er betet, dort hat er immer noch ein Fenster zum Beten. Dort ist das Daniel, der hat eine Ungewohnheit. Und heute wird so dicht an Gott, heute zweifelt nicht mehr an, dort wenn sie arm will, manche Leben schmieden, dort hat dann Gott verlieren will oder ein anderer Gott anbeten. Er zweifelt nicht an, wenn Gott wird sein Gott, er hat eine Ungewohnheit mit Gott Gemeinschaft hat. So wenn du weißt, deine Gemeinschaft mit Gott beter morgen und ein Jahr wieder wirklich eine andere Gemeinschaft haben mit Gott, als was du jetzt hast, dann mag deine Ungewohnheit. Dann du nicht bloß sagen, okay, diesen Monat, von da wollte ich mal 5 Stunden bloß sitzen und beten in Bibel lesen. Und dann, das war er nicht, und dann 2 Monate wieder fällt die Wahrheit bei. Von da wollte ich mal 5 Stunden. Das ist nicht die Antwort. Dort einreichert. Dort einreichert alle Tage im Bett. Dort wird die kann viel wiederbringen. Dort ein Jahr wieder kann sein Unterstand, als dort nu ist. Nächste Weg, hier auf Entscheidend Leben, wo wir von den Polit hören, wo da in sehr, sehr schwere Zeit durchgehen. Sei 2020
Weder 20 Joa wird sie jemals in der Hegone, aber weit die Wort sie sei, 2021, wird ganz bastet Joa wird sie bei uns in der Hegone. In Wort deide sei? Kommt nächste Werkträg, in Horch wird sie deide, Tim dort dort an ein Joa sangere der Eingerscheid mögt. Tamaya Lehren, go num website gladysrempel.com oder na YouTube in seg no min num Gladys Rempel. Wenn du ne Frau hast oder du mir bist gleich hinter kontakten, dann kost du mir ne Textmessage oder ne WhatsApp-Message checken auf 205-895-5883. Oder du kost mir ein E-Mail checken no grempelp@gmail.com.